So, ja, da sind wir wieder zurück bei Limbo. Ich bin jetzt wieder im Menü, da ich meinen Rechner neu starten musste. Aber naja, wir werden das Spiel jetzt einfach fortsetzen. Mal gucken, wo wir spawnen. Ah, okay. Sind wieder da. Ach so, das war ja direkt da vorne. So, Sekunde. Komm, komm, komm runter, komm runter. Ach, verdammt. Und wir sind wieder tot. Ich habe eine Idee, das habe ich ja vorhin schon gesagt, bevor ich die Aufnahme unterbrechen musste. Wie das läuft. So, stopp. Ich glaube, ich habe zu spät gedrückt. Komm runter, komm runter. Ja, genau. Ich dachte, dass wir noch darüber springen. Zack. Und schon ist das Vieh wieder weg. Und dann darunter. Oh. Oder auch nicht darunter. Gut. Dann sind wir jetzt halt tot und dürfen das Ganze nochmal machen. Wir wissen jetzt, wie es geht. Achso, wir kommen da gleich wieder. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich zurück. Warten, bis die Kettensäge wieder bei uns ist. Das kann jetzt eine Sekunde dauern. Na komm. Komm zurück. Komm zu Papa. Dann geh. So, ein bisschen Anlauf. Und dann jetzt Jump. Oh, ei. Das Bein ist ab. Mist, verdammter. Ja, genau. Sieg uns noch ein kleines Teilchen. Doofe Kettensäge. Springen, du Moniz, lauf, lauf, kleiner Junge, lauf. Gut, damit hätten wir das auch. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich weiter. Jetzt muss ich erstmal. Ne, noch weiter. Geht ja nur ganz langsam runter, ne? Okay, gut, da geht's schon mal auch nicht lang. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Nein, verdammt. Oder ich habe einen Fehler gemacht. Ah, okay, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Jetzt wird auf die andere Seite laufen. Das muss pendeln. Hätten wir auch mal vorher sagen können. Ja, ist, wie gesagt, man stirbt erst 25 Mal, bevor man hier ansatzweise auf die Lösung kommt. Das ist manchmal echt ein bisschen schade, aber an sich auch total geil gemacht. Das Gameplay ist halt toll. Ah, gut, das war noch nicht gut. Ups, jetzt auf die andere Seite laufen. Und schon rüber. Und springen. Oh Gott, das war knapp. So, das können wir greifen. Ah, okay, das müssen wir schwingen lassen. Ich sehe schon. Ja, gut, den Sprung schaffen wir super. So, dann müssen wir den ganzen Weg jetzt noch einmal zurücklaufen, bis zu der Stelle, wo es dann normal weitergehen würde, ohne dieses blöde Mistding. Ja, wahrscheinlich sogar schon hier. Ah, okay. Warum ist dein Dings ein Griff dran? Bin ich mal gespannt. Okay. Ein Hebel. Da uns nichts anderes übrig bleibt, ziehen wir den mal. Ach, da kommt was von oben. Wieso? Okay. Da komme ich schon mal nicht dran. Das muss ja dann irgendwie. Kann ich das bestimmt?
kann ich doch nicht. Lässt sich das vielleicht irgendwie wieder noch rumspringen? Nö, auch nicht. Ist da vielleicht noch irgendwas drauf, was man mitnehmen könnte? Darf ja nix, keine Möglichkeit auslassen. Nee, da ist auch nichts gut. Dann weiß ich nicht, wie wir da rankommen sollen. Ich komme da nicht mehr mit Anlauf ran. Gott. Nee, damit geht es wieder hoch. Das soll jetzt mal unten bleiben. Hier irgendwas greifen? Nee, da kann man auch nichts greifen. Das ist wieder so ein blödes Rätsel. Mal runter und gucken mal nochmal, ob wir da noch irgendwas haben, was wir gerade. Ah, haha. Da ist eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Ein Stück vor. Nicht so weit vorschieben. Ah, okay, und dafür brauchen wir dann die Möglichkeit, das rüberziehen zu können. Jetzt mal ganz kurz. So. Rutscht das vielleicht irgendwie, wenn wir das ziehen und dann loslassen? Ah, okay, die Kiste rutscht. Glaube ich zumindest zu sehen. Ja, sie rutscht. Wenn auch nur ein bisschen, aber sie rutscht. Gott, das dauert ja ewig. Okay, so, jetzt ist er drüben. Schnell. Und cool. Geht er zurück, wenn wir da drauf hüpfen? Nein, das tut sie nicht. Okay. Jetzt ganz schnell rüber, ganz schnell rüber. Ey, das bringt's nicht. Okay. Ich verstehe. Und jetzt ganz schnell rüberschieben. Sehr schön. Funktioniert. Ein bisschen den Gehirnschmalz anstrengen, dann funktioniert das auch. Hoch? Nee, nicht. Runter. Das war nicht so. Ah, okay. Hebel drücken und laufen. Sehr schön. Ich kann ja schon mal anfangen zu schwingen. Einmal noch und dann hopf. Sehr schön. Hat super geklappt. Da kommt wieder eine Säge. Das ist aber mehr als uncool. Das ist uncool. Das wird nichts. Da gehe ich gleich mal in die Säge. Zack. Okay. Das heißt, schnell vorne drauf, dann dahinter laufen. Komm, zügig. Schnell schieben. Nicht. Nein! Ach. Damn it. Okay, irgendwas muss ja auch noch mit der zweiten passieren, aber ich weiß noch nicht was. Ich werde es jetzt nochmal anders versuchen. Komm, schon. Schnell. Zügig. Ah. So, und schieben. Nein! Damn it! Und gleich nochmal schnitzeln. Ärgerlich! Sowas ist einfach nur ärgerlich! Ach, ich glaube, ich muss die gar nicht. Ich kann ja über die Dinge darüber springen, wenn ich dann da drauf stehe. Aber ich schiebe es trotzdem dann noch ein Stück nach vorn, damit ich dann schon mal. So, direkt unter die andere Kiste. Nicht so weit. Oh, ich hoffe, ich kann da drüber springen. Okay, nein, kann ich nicht. Die ist höher als die andere.
Und cool. Ja, ich bin geschnitzelt, ist ja schön. Komm, zack, runter da. Ach nee. Zack, so, runter. Muss ich vielleicht nehmen, muss ich eigentlich nicht. Wie soll ich denn das machen? Mein Gott. Doch erst die andere Kiste holen? Nee, das kann ja nicht sein. Erst die? Mist. Ich hätte indes schon die da machen sollen und den wahrscheinlich nach vorne schieben. Genau, okay, jetzt weiß ich wie. Gut. Das heißt, ja, los, jetzt säbel mich durch. Genau, danke. So, die. Dann die gleich öffnen. Ah, das war ein bisschen früh, glaube ich, aber ich probiere es. Komm, 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 rutsch durch. Schieben, schieben, schieben. Verdammt. Ja, genau. Zack, das war zu früh. Mist. Ich muss die aufeinander stapeln und dann kann ich da hoch. Ja, ich bin tot. Los. Vielen Dank. 3, 2, 1. So, jetzt habe ich eigentlich genug Zeit. Jetzt kann ich drunter durchlaufen. Und anschieben und anschieben und anschieben. Ein Stück vor, hoch und... genau so. Sehr schön. Schon sind wir weiter. Dauert manchmal ein bisschen, aber wir sind weiter. Oh, da ist gerade was vor mir weggelaufen. Ich will da gar nicht runter. Ich kletter lieber hoch. Zack. Das sieht ja böse aus. Da ist Wasser, da ist ein Insekt. Komme ich aber nicht ran, warum nicht? Böse. Doch erst einmal runtergehen? Nee, gut, da komme ich wirklich nicht ran. Oh doch, vielleicht kann ich die hier nochmal aufschrecken. Nee, kann ich nicht. Ich muss mich wahrscheinlich an das Vieh ranhängen und dann, naja, mal gucken. Ich komme jetzt nicht mehr hoch, ist es doch nicht dein Ernst. Fliegt das da von alleine auch nochmal weg, oder? Ich warte einfach mal ganz kurz. Nee, ich glaube nicht. Kann ich das ziehen? Den Kadaver? Nee, kann ich auch nicht. Ich komme da aber auch nicht mehr hoch. Das ist doof. Muss ich mich da vorsichtig nähern? Ah, okay. Ah, fast. Er kommt zurück. Na los. Das muss doch klappen. Aber das klappt wahrscheinlich wirklich so. Jetzt hat sie mich gesehen. Jetzt nicht mehr. Sieht sie mich wieder? Und jetzt nicht mehr. Sieht sie mich wieder? Und jetzt nicht mehr. Sieht sie mich wieder? Ah, das ist ja nervig. Ich kann ja keinen Millimeter mehr gehen. Das ist echt... Ah, schon wieder den Zeitpunkt verpasst. Ja, echt mehr als ärgerlich hier. Ja. Ah,
Verdammt. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Das werde ich jetzt üben.